So, wieder geht's los mit dem Mystery Stola Kale Teil 4. Ihr wartet schon alle und dieses Mal habt ihr ein paar Reihen mehr zu häkeln. Ich öffne mal mein Kästchen, hol schon mal meine Sachen heraus. Diesmal möchte ich euch jetzt nicht allzu sehr damit aufhalten, wie die Reihen gehäkelt werden oder wo ihr wie einstechen müsst. Ich glaube, ihr könnt alle ganz gut jetzt mittlerweile die Häkelschrift lesen. Ich erkläre heute nur die Sondermaschen. Also das heißt, ich erkläre euch hier in Reihe 31 die Büschel, die mit einem 5 Doppelstäbchen gehäkelt werden. Und meinen Backstein. Dafür musste ich ein extra Zeichen entwickeln, weil ich das nirgendwie, es gibt es halt noch nicht. Das ist dieses Zeichen, das ist das Zeichen für den Backstein. Wir fangen mit dem Büschel aus dem 5 Doppelstäbchen an. Also ihr habt jetzt diesen Teil gehäkelt, das sind 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die feste Masche der Vorreihe, die direkt über dem der Muschel liegt, der Vorreihe. Das ist hier, ihr seht diese Stelle, ne? Das ist die feste Masche und diese feste Masche kommt jetzt direkt hier rein. Dann häkeln wir wieder 3 Luftmaschen und dann kommt direkt in die obersten Maschen wieder der darunterliegenden festen Masche der Büschel. Also immer über der Muschel eine feste Masche, dann 3 Luftmaschen, Umschlag. 2 Umschläge, wir machen ja ein Doppelstäbchen, in die feste Masche der Vorreihe rein, jetzt nicht hier drumherum, sondern hier oben rein. So, jetzt passt auf, wie ich das mache. Also ich gehe jetzt durch die ersten beiden, habe jetzt 3 auf der Nadel. Wieder 2 Umschläge, wieder in die Maschenglieder rein. Arbeitsfaden holen und das Ganze schön stramm ziehen, dann habt ihr es leichter durch die Schlingen zu gehen. Zweimal Umschlag rein. Und durch. Zweimal Umschlag. Durch die obersten Maschenglieder Arbeitsfaden holen, durch die ersten beiden. Jetzt haben wir das 4-mal gemacht. Ihr seht, 1, 2, 3, 4. Jetzt noch einmal. Schön stramm machen. Es ist gerade wichtig, wenn ihr dieses gefächerte Garn nimmt, dann spaltet sich das Garn immer, die einzelnen Fäden, und dann kommt er schlecht mit der Nadel durch. Jetzt haben wir es 5-mal gemacht. Jetzt holt ihr wieder den Arbeitsfaden und wurstelt euch durch die ganzen Schlingen hindurch bis ans andere Ende. Dann holt ihr den Arbeitsfaden und geht durch die letzten beiden Maschen. So sieht jetzt der Büschel aus. Dann folgen ja wieder 3 Luftmaschen und das feste Stäbchen. Über den Muscheln der Vorreihe. Also immer hier über die Muscheln, das feste Stäbchen, und quasi über den Zwischenraum kommt der Büschel hin. Ich mache das Ganze jetzt nochmal auf und zeige euch nochmal den Büschel. Also
also die drei Luftmaschen, zwei Umschläge in die feste Masche der Vorreihe, die obersten Maschenglieder, Arbeitsfaden holen, nur durch die zwei Umschläge, wieder hindurch, Arbeitsfaden holen, wieder nur durch zwei Umschläge, durch Arbeitsfaden, wieder nur durch zwei. Nur durch die zwei, noch einmal, schön stramm. Jetzt haben wir das Ganze fünfmal gemacht, Arbeitsfaden holen, durch die ganzen Schlingen hindurch. Ich hoffe, dass das jetzt auch bei mir ohne Komplikationen klappt. Ein bisschen Fuscherei. So. Arbeitsfaden holen und durch die letzten hindurch. Unser Büschel ist fertig. Macht ja. Hier kommen jetzt eine Dreierstäbchengruppe rein. Eins, zwei, drei. Also immer in diesen Zwischenräumen kommen jetzt Dreierstäbchengruppen rein. Und die häkelt ihr drumherum. Ihr seht. Die immer drumherum häkeln. Dann kommen häkeln wir ein Stäbchen, das kommt hier in die obersten Maschenglieder rein. Das habe ich aber auch noch mal alles unter den Bildern geschrieben. Oh, hier habe ich, sehe ich jetzt gerade, hier habe ich gar keine drei gemacht, oder? Nee, habe ich nicht. Aber da gehören ja drei Luftmaschen hin. Bei mir ist der Abstand jetzt hier ein bisschen geringer. Jetzt kommen hier auch wieder in diese Lücke drei Stäbchen. Zwei. Drei. Und jetzt kommt die Masche mit dem Häkchen, also das Stäbchen hier mit dem Häkchen hier unten dran. Wir machen wieder einen Umschlag und gehen diesmal nicht hier oben rein, ne? Nicht hier oben in die Maschen wieder, sondern wir stechen unter, also hier hinter dem Büschel durch, holen den Arbeitsfaden und machen dann unser Stäbchen. Und es folgen wieder drei hier kommen dann wieder unsere drei ganzen Stäbchen in diese Lücke. Ich zeige euch das noch mal. Also ihr habt in dieser Lücke jetzt diese drei ganzen Stäbchen gehäkelt, macht einen Umschlag, geht hinter dem Büschel, holt den Arbeitsfaden, holt ihn durch und häkelt ganz normal euer Stäbchen. Dann kommen hier wieder eure drei ganzen Stäbchen rein. Dadurch, dass wir das jetzt hier ein bisschen hervorgezogen haben, also kommt dieser Büschel dann auch noch mal ein bisschen deutlicher vor. Ihr seht, ich zeige euch das mal von der Seite. Ist die Struktur schon ein bisschen besser zu sehen.
So, das war jetzt das Erste, was ich euch erklären wollte. Das sind die zwei Sachen, die ihr beachten müsst bei Teil 4. Und dann kommen wir zum Backstein. So, bevor wir jetzt zum Backstein kommen, möchte ich euch jetzt zeigen, wo ihr euch jetzt befindet. Also ihr habt jetzt die Reihe 32, die habe ich euch jetzt erklärt. Dann macht ihr dieses Muster. Das müsstet ihr jetzt auch alleine hinbekommen. Also das sind immer drei Gruppen von Stäbchen mit einer Luftmasche und noch einem Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und diese Dreiergruppe wechselt einmal rechts und einmal links. Dazwischen kommt jetzt keine Luftmasche. In der 41. Reihe, das ist die letzte Muschelreihe, in der 42. Reihe setzt ihr über diese Muscheln ganze Stäbchen, immer 5 Stück, in die obersten Maschenglieder der Muscheln hinein. Hier in der Mitte habe ich euch aufgezeigt, wie oft sich diese Muscheln wiederholen sollten. Pro Hälfte der Stola. Und das ist jetzt das Zeichen für meinen Backstein, was ich halt extra dafür kreiert habe. Wir wollen direkt weitermachen. Ich mache das jetzt nochmal auf hier. Ich hatte das mal probiert, ob das hier mit der Wolle gut geht. Also, wir haben in der Vorreihe immer diese 4 Stäbchen mit der Luftmasche über diese Stäbchenreihe 42. Gehäkelt. Das war eine Rückreihe. Ne? Die Ungeraden sind immer Rückreihen. Jetzt häkeln wir wieder in der Hinreihe. Wir sind jetzt hier, das erste Stäbchen habe ich jetzt schon. Wir häkeln zuerst 3 Stäbchen. Dann folgen die Stingen, noch ein Stäbchen und eine Luftmasche. Also 3 Stäbchen in die obersten Maschenglieder. Jetzt macht ihr einen Umschlag, geht mit der Nadel unter dem Maschenstiel, das ist hier der Maschenstiel, hatte ich schon erklärt, unter dem Maschenstiel der Vierergruppe des ersten Stäbchens hindurch. So, da geht ihr so hindurch und holt die erste Schlinge. Ich zeige das nochmal. Also ihr macht einen Umschlag, stecht mit der Nadel unter den Maschenstiel des ersten Stäbchens der Vierergruppe der Vorreihe hindurch, holt den Arbeitsfaden. Dann lege ich meine Sachen immer so hin, mein Arbeitsstück, mache nochmal einen Umschlag und steche nochmal unter dem Maschenstiel hindurch. Jetzt habe ich hier 5 Maschen auf der Nadel. Dann hole ich den Arbeitsfaden, ziehe ihn durch die ersten 4 Maschen, habe noch 2 Maschen auf der Nadel, Arbeitsfaden holen und nochmal durchziehen. Dann häkel ich das nächste Stäbchen hier über die Vierergruppe und mache eine Luftmasche. Dann folgt schon der nächste Backstein, der Anfang vom nächsten Backstein. Ich habe ja jetzt auch wieder nur ein Musterstück gemacht. Das ist jetzt die Hinreihe. Ihr seht, über diese 4 Stäbchen haben sich quasi jetzt 5 Maschen gebildet. Das wollen wir ja nicht, sonst würde unsere Stola zu breit, wenn das bei jedem Backstein passiert. Deswegen machen wir jetzt Folgendes in der Rückreihe. Die besteht ja aus festen
Maschen. Also ihr häkelt immer in die obersten Maschenglieder feste Maschen, außer da, wo die Luftmaschen gewesen sind, da häkelt ihr drumherum. Dann haben wir hier wieder eine feste Masche. Und jetzt ist ja hier, sind die Maschenglieder der Schlingen. Die wollen wir nicht dabei haben. Die überspringen wir einfach und häkeln in die übernächste unsere festen Maschen. Bis zum Schluss. Das ist dann der fertige Backstein. Ihr seht hier, man kann es nicht so gut erkennen, aber die obersten Maschenglieder, die sich durch die Schlingen gebildet haben, die müsst ihr überspringen. Es darf da keine neue Masche entstehen. Ihr könnt diese Muster auch immer großflächig einsetzen, auf Pullover, Tops oder sonst irgendwelchen Teilen, die ihr häkeln wollt. Ich habe jetzt immer nur eine Reihe davon gemacht, weil wir sonst zu viel Garn verbraucht hätten. Also diese Büschel und Schlingen, die verbrauchen unheimlich viel Garn und dann wäre die Stola bedeutend kleiner geworden. Das war's dann auch schon für heute. Ich will hoffen, dass ihr zurechtkommt. Ich packe mein Kästchen wieder ein, wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Fragen könnt ihr stellen in der Facebook-Gruppe oder auch mir per Mail. Die Facebook-Gruppe, ich kann jetzt langsam nicht mehr reden. Die Facebook-Gruppe heißt Stricken und Häkeln mit Täschwerk, gemeinsam statt einsam. Dann gibt es noch eine Seite Stricken und Häkeln mit Täschwerk. Und die bebilderte Anleitung findet ihr auch nochmal auf meinem Blog Täschwerk, kreativ mit Täschwerk. Dort ist auch nochmal die Häkelschrift abgebildet. In PDF-Form gibt es die bei mir im Blog. Nicht auf dem Blog, sondern in meiner Gruppe. Wir haben noch früh am Morgen und ich habe jetzt schon so viel geredet, manches bringe ich durcheinander. Also die PDF gibt es in der Gruppe auf Facebook. Stricken und Häkeln mit Täschwerk gemeinsam statt einsam. Und abgebildet ist sie auf meinem Blog Kreativ mit Täschwerk. Ich will hoffen, ich habe jetzt alles richtig gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.